Liebe Zuschauer, unter dem Motto Sat.1 hilft helfen, möchten wir auch in diesem Jahr zu einer Spendenaktion aufrufen, die wir gemeinsam mit Hannelore Kohl realisiert haben. Als Präsidentin des Kuratoriums ZNS setzt sich Frau Kohl seit vielen Jahren für hirngeschädigte Unfallopfer ein. Wir möchten Sie bei dieser Arbeit unterstützen. In unserer heutigen Sendung und in weiteren Sendungen, die wir während dieser Woche und zu den Pfingstfeiertagen ausstrahlen, möchten wir Sie gemeinsam mit Frau Kohl um Ihre Mithilfe bitten. Viele tausend Mark, liebe Zuschauer, haben wir mit unserer Spendenaktion Weihnachten 88 Sat.1 hilft helfen eingenommen. Zu den bevorstehenden Feiertagen möchten wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuschauer, das Kuratorium ZNS noch einmal unterstützen. Frau Kohl, jetzt will ich natürlich erstmal wissen, was ist mit dem bis jetzt eingenommenen Geld passiert? Wir konnten dafür computergestützte Trainingsplätze kaufen. Zu Deutsch heißt das ein behindertengerecht ausgelegtes Gerät, das eine große Tastatur hat, hat 120 Spezialprogramme, wo man lernen kann, trainieren kann, Deutsch, Rechnen, Sprachen, alles das, was die Schule bietet, um vor allen Dingen Jugendlichen den Neuanfang zu gewährleisten, wenn sie aus einem Unfall mit Schädelhirnverletzungen, Hirnbeschädigung weiterleben. Das heißt, sie sind dort auf der Stunde Null gewesen, müssen jetzt wieder alles neu lernen, in Ruhe. Und das kann man tun. Und wir hoffen vor allen Dingen, dass diese Arbeitsplätze sozusagen ein wenig richtungsweisend auch für die Zukunft sind, damit diesen Jugendlichen Möglichkeit gegeben wird, weiterzumachen, einen Arbeitsplatz zu finden. Natürlich nicht nur den Jugendlichen, das ist klar. Aber auch ältere Menschen sind in der Lage, durch Motivation einfach da weiterzumachen, wo es ihnen möglich ist. Nun ist das ja nicht die einzige Sache, wo Sie Hilfe anbieten, wo Sie die Menschen unterstützen. Was machen Sie noch alles? Oh, wir haben sehr viele diagnostische und therapeutische Geräte an 34 verschiedene Institutionen.